Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Link to the Past. Ich habe entschieden, immer drücke ich auf Karte statt auf den Gegenstand. Ich habe entschieden, jetzt ein bisschen zu sammeln. Und zwar habe ich meine Liste und so. Wo möchte ich hin? Ich glaube, ich möchte in den Wald. Genau. Ich habe nachgeguckt, so grob alles durchgelesen mal, wo was ist. Also die letzten 6 Herzteile und die Flasche. Und ich versuche mir jetzt einfach möglichst dran zu erinnern. Ach ja, wir können jetzt einfach hier durch. Geilo. Dran habe ich gar nicht gedacht. Wir müssen einmal in den Wald und da irgendwo den Spiegel benutzen. Wir haben uns eigentlich gar nicht richtig umgeguckt im Wald. Also wir waren ja nur im Tempel. Und ja. Stimmt eigentlich. Da könnte viel versteckt sein. Ohne dass wir es beachtet haben, können wir einfach durch. So. Ich denke mal, hier war dieser eine Dieb, dieses Versteck. Hier ist es abseits. Voll gut. Wir können die alle irgendwie ganz gut besiegen hier. Oh oh. Mit einem Schlag. Hier da oben ist zum Beispiel auffällig, wer weiß. Ach, da muss ich vielleicht hier. Hä? Ich gucke einfach mal in jeder Ecke, die irgendwie ein bisschen auffällig aussieht. Zum Beispiel hier gleich. Da oben rechts. Also. Oh. Ey, da hat einfach eine Bombe gefressen. Oh, ich krieg sie wieder. Okay. Mann, geht's noch? Okay, hier ist einfach nur ein Podest. Und da war wohl mal ein Fake-Schwert drin. Okay. Haha. Okay. Ich dachte schon, ich werde getroffen. So, dann könnten wir den zweiten. Ah, nein, das wollte ich gar nicht. Ach man, das war nur instinktiv. Ich will doch gar nicht hier rein. So. Nein, dann ist links, glaube ich, der schnellste Ausgang. Wie schnell besiege ich euch? 4? Ja, 4. Boah, ich bin zu faul zum Laufen. Okay. So. Tschüss. Ihr interessiert mich nicht. So. Gut, dann gehen wir schnell kurz. Kurz schnell. Doppelt gemoppelt. Dann nach rechts. Links. Mann, wie komme ich denn auf rechts? Genau dahin möchte ich. So. Oh, den Geist besiegt man einfach so mit einem Schlag. Das finde ich gut. Ich finde es gut, wenn man die Viecher mit einem Schlag besiegt. Eine Fee. Hier ist immer eine Fee irgendwie. Komm her, Fee. Ja. Yeah. So. Okay. Naja, normalerweise gibt es ja diese auffälligeren Stellen, wo man sich dann transportieren muss in die andere Welt. Naja, hier ist es nicht gerade auffällig eigentlich. Wir können es ja mal versuchen. Okay. Hier kommt man wohl auch so normal hin. Also nicht unser Alter. Immer diese Diebe. Und man kriegt immer das zurück, was man. Genau, ich will dahin. Was einem geklaut wurde. Das ist eigentlich nett. So, Alter. Tschüss. Okay. Okay. Hier könnte auch was sein. Mann, ey. Wie oft ich das noch falsch drücke. Unglaublich. Okay, ist auch nichts. Ist ja echt blöd. Ich gucke jetzt auf den Zettel einfach. Ganz dreist. Oh. Nee. Waldlichtung? Okay. Vielleicht habe ich mich vertan. Das ist gar nicht hier, sondern. Also nicht im Wald, sondern in der Waldlichtung. Ach, Waldlichtung. Ach so. Ist das nicht da, wo dieser Typ immer die Flöte gespielt hat? Waldlichtung? Upsi. Dann suche ich jetzt die ganze Zeit gerade falsch. Egal. Wir haben trotzdem was in der Nähe zu erledigen.
So. Mensch, oh! Jetzt hab ich getroffen. So. Und zwar gehen wir nochmal zum Schmied, aber in dieser Welt. Oh. Voll zerquetscht zwischen Wand und Schwert. Wand und Körper. Okay, so. Denn, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mal gucken, ob ich mich wieder täusche, dann wäre es natürlich super. Aber nee, okay. Die Kiste habe ich beim letzten Mal schon erwartet, aber die war ja nicht da. Dann dachte ich, wir haben sie schon benutzt oder genommen. Aber die kommt erst, wenn man das Schwert verbessert hat. Deswegen konnte sie gar nicht da sein. Aber jetzt haben wir die Kiste und die können wir jetzt schön an ihr Ziel bringen. Und ich weiß auch, wohin. Und zwar müssen wir... Ich bin mir nicht sicher, ob das Abhänge springen kann, deswegen gehe ich mal den langen Weg. Ja, ich weiß auch nicht. Ah, wir können jetzt überall durch, das ist ganz gut. Ist voll praktisch. So. Minispielmäßig haben wir wohl jedes Herz da schon einmal genommen. Und hier ist die Waldlichtung, also bin ich mal gespannt. Okay. Falls ihr das meinen, ich weiß es nicht. Aber sieht so aus. Hey, ich habe das Gefühl, wir waren hier schon mal. Ah, egal, ich bringe erstmal die Kiste weg. Ich renne jetzt auch absichtlich nicht schnell, weil ich nicht weiß, ob die hinterherkommt. Und da müsste dann die Flasche, die letzte Flasche drin sein. Also eigentlich wusste ich davon, aber ich dachte, wir hätten das irgendwie vielleicht schon mal gemacht. Und dann dachte ich, es wäre vielleicht nur ein Herzteil. Nur, es wäre ein Herzteil gewesen oder sowas. Ich wusste nicht, dass die Kiste erst dann auftaucht, wenn man... wenn man das Schwert verbessert hat. Was aber cool ist, irgendwie, dass es nicht von Anfang an da ist. So. Ups, ach man. Y und X die ganze Zeit vertauschen hier. Naja, aber dieser Typ hier spricht jetzt. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet, wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben diese Truhe. Aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht, versprochen. Und da drin ist die Flasche. Cool. Eine magische Flasche, damit kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Okay. Cool, jetzt haben wir alle Flaschen. Jetzt gehen wir wieder zurück. So. Gucken wir uns das mal kurz an. Zack. Ja, schön. Ach, das Medaillon. Das Medaillon soll auch irgendwo bei den Zoras sein oder so. Aber... Ich wüsste jetzt nicht. Wo sind die Zoras? Müssen da sein, oder? Ah, da waren wir doch letztens auch. Keine Ahnung. Werden wir schon noch irgendwie rauskriegen. So. Und hier kommt es mir echt so vor, als ob wir da schon waren. Vielleicht waren wir da schon und konnten nichts machen, weil wir uns ein Gegenstand gefehlt hat oder so. Werden wir gleich sehen. Oder ich bin einfach nur blöd. So, gucken wir mal. Die Höhle und eine Mine. Voll unauffällig. Kann man hier was wegspringen oder was? Das wäre schon komisch, wenn hier nichts ist. Nee. Da wäre das Herz da gewesen, oder nicht? Sieh, ich dachte eigentlich, hier wären wir schon gewesen. Aber wieso habe ich das dann nicht angekreuzt? Oh Mann, das heißt, am Ende fehlt mir ein Herzteil und ich weiß nicht welches. Oder bin ich... Nein, weiterspielen. Oder bin ich vollkommen blöd? Also hier zwei... Und dann noch vier. Aber auf jeden Fall haben wir ein... Moment! Ach, scheiße, jetzt habe ich... Jetzt bin ich einfach runtergesprungen. Obwohl da der Teleporter war. So, jetzt einfach weiter. Eins weiß ich nämlich auf jeden Fall, was wir noch nicht hatten. Weil ich immer darauf gewartet habe, bis ich das endlich machen kann. Und zwar, glaube ich, hat es entweder mit dem Hammer zu tun oder mit dem schweren Steinheb. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir das nicht genommen. Und nicht benutzt oder nicht gemacht. Was auch immer. Alles von allem irgendwie. So.
Müssen wir aber wieder in die Schattenwelt. Wupp. So. Okay. Glaube ich, dass man in die Schattenwelt sollte. Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Das ist auf jeden Fall das neben dem Friedhof auf dem Weg zum Todesberg. Da ist irgendwas. Und auf dem Todesberg, schätze ich, sind dann die restlichen... Also was heißt schätze ich? Ich weiß es. Sind dann die restlichen Herzteile. Weil wir da sowieso eigentlich in der Schattenwelt noch nie wirklich waren. Bis auf einmal, wo wir das Medaillon geholt haben. Glaube ich. Aber sonst sind da ja, glaube ich, zu viele schwere Steine und so, dass wir da nicht wirklich was machen konnten. Deswegen ist da noch einiges zu erledigen. Aber was ich jetzt meine, ist hier rechts oben. das war ja eigentlich immer recht offensichtlich, dass man da irgendwie was machen kann. Aber... Wie war denn das jetzt? Ich drück trotzdem noch den falschen Knopf. Danke. So. Oh. Okay. Ich meine aber eher durch die Höhle und dann irgendwas. Ich gucke mal. Ich gucke einfach mal. So. Ich schaue auch erstmal, was da unten ist. Wobei, brauche ich ja gar nicht erst gucken, weil wir da schon offensichtlich waren. Aber hier oben. Hier oben müsste... Hä? Bin ich jetzt blöd? Ach, das ist nochmal weiter oben. Okay. Das habe ich gesucht, das da oben. Dann gehe ich nochmal in die Schattenwelt. So. Auch schön, dass wir jetzt zumindest die Flaschen haben. Da haben wir zumindest ein Erfolgserlebnis heute. Oh Mann. So. Aber ich gucke mir absichtlich die Lösung nicht so genau an, weil ich nicht alles einfach so ab... Genau da. Abarbeiten will. So. Jetzt ist die Frage. Hä, sind wir in der Schattenwelt? Wir sind in der Schattenwelt. Okay. Ich war gerade voll verwirrt. Ich gucke mal, wie das hier in der normalen Welt aussieht. Eigentlich genauso. Okay. Dann gehe ich mal in die Höhle und gucke, ob ich da irgendwie oben hinkomme. Ansonsten muss ich... Ey, wieso hat der nicht getroffen? Ansonsten muss ich irgendwie was anderes probieren. Naja. So, aber den haben wir dann offenbar wohl auch wann anders mal gesehen, dass wir den holen könnten. Beziehungsweise konnten ihn damals noch nicht holen. So. Ah. Nein. Ja. Okay. Hä? Dann gehen wir mal als normaler rein. Obwohl wir ja immer normal sind. Aber wenn wir uns nicht in die Schattenwelt transportieren können, bringt es uns ja nichts. Oh, außer wir müssen uns irgendwie von... Nee, Quatsch. Okay, da ist nichts. Ich überlege gerade, ob man sich irgendwie von oben irgendwo runterfallen lassen muss oder sowas. Aber das wäre zu komisch. Und wir gehen jetzt einfach den normalen Weg zum... Ups. Och Mann. Ja, klar. Weil man kann nicht einfach zurück. Voll fies. Sah gerade irgendwie aus wie ein Loch. Ich überlege gerade, wie das funktioniert. Ob man wirklich von oben irgendwie darunter kommt. Ach Mensch. So. Dum, dum. Ich bin zu schlecht für Fledermäuse. Okay, ja, dachte ich mir, dass wir jetzt hier rauskommen. Dann würde ich sagen, suchen wir uns hier irgendwie... Ah, ich häng fest. Suchen wir uns hier irgendwo mal einen Teleporter, obwohl
Hier ist es ja nicht so schwer, eins zu finden, weil wir schon, weil hier der allererste war. Wir wissen, wo einer ist. Na, so. So. Oh Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, wir erreichen hier nichts. So. Aber wir können endlich mal diesen Ort besuchen, mit dem wir für, mit dem Mantel brauchen, was besuchen müssen, um das, an das Herz zu kommen. Ich hatte es auf jeden Fall noch gut in Erinnerung. Ich glaube, wir müssen uns sogar hier runterfallen lassen, oder? Ich weiß es nicht, probier es einfach mal aus. Ich rüste schon mal das aus. Ja, boah, mein Erinnerungsvermögen ist super. Bei manchen Sachen. Bei den meisten Sachen ist es furchtbar. So. Okay, mal schauen. Bam, bam. Voll lustig. Oh. Ich wollte gerade sagen, kann man das überhaupt schaffen? Als unsichtbar. Ach. Hier kriegt man gar kein. Auch gut. Hier kriegt man einfach mal den Bürnerstab. Was macht er? Er macht. Achso, ein Schutzschild, okay. Hä? Den magischen Umhang. Also sich unsichtbar machen gegen ein Schutzschild. Und das ist irgendwie bescheuert, weil der Umhang eigentlich besser ist als das Schutzschild. Aber gut. Wie sie wollen. Ein bisschen Magie wäre nicht schlecht, aber ich glaube, auf der Seite ist Magie. Ist das scheiße? Was ist denn mit denen los? Wie denken die, soll man wieder zurück? Wie gemein. Oh Mann. Vielleicht kann ich es überleben. Ich glaube, das wird knapp, aber ich überlebe es. Außerdem habe ich eine Fee. Boah, es wird wirklich knapp. Okay. Oh, ist das fies. Das ist da nicht mal eine Magieflasche oder so. Hä? Da ist ein Stein unter einem Busch, der lebt. Okay. Das ist gemein. So, wir gucken jetzt einfach mal. Das haben wir schon mal erledigt. Was kriegt man denn dann noch in den Tempel für Gegenstände? Also bei dem einen auf jeden Fall dieser andere Stab. Sonst wahrscheinlich dann noch eine Rüstung auf jeden Fall. Und das letzte fehlt mir dann. Was kriegt man denn noch? Ich weiß es nicht. So. Oh. Oh, okay, gerne. Arschlochraum. So. Ich fühle mich immer noch, als ob wir nichts erreicht hätten. Obwohl wir einen komischen Gegenstand bekommen haben. Aber naja. So. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Was sind eigentlich diese Dinger hier? Für mich sah das immer aus wie. Ich weiß es nicht. Irgendwelche komischen Gebilde, irgendwelche komischen kleinen Pyramiden quasi, wo Lava rauskommt. Aber ich glaube, es sind eher Steine oder so. Keine Ahnung. So. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwo Orte finden, wo wir vielleicht was machen können. Pff, ja. Oh Gott, fast hätte ich ihn getötet. Fast hätte ich ihn gestorben. Mhm. So. Hier ist der leuchtende Tempel. Okay, wir gehen mal hier hin. Hier, wo das andere Herzzimmer war. So. Und wir suchen uns einfach mal einen neuen Teleporter. Obwohl wir hier eigentlich noch nicht sein müssten. Weil wir. Ja, weil wir zu schwach sind. Nein, weil wir noch. Hier ist ja der siebte Tempel und uns fehlt noch der sechste. Springen. Gut, dann nicht. So. Tschüss. Ah, tschüss. Oh Mann, ey, ich hasse euch. Okay, hier unten ist was. Oh, oh, oh.
Waren wir hier schon mal? Oder ist das eigentlich genau so eine Was passiert, wenn man hier runterfällt? Ja, das ist so, ich glaube, genauso aufgebaut wie A Link Between Worlds. Ich bin mir gerade nicht sicher. Überhaupt nicht. Naja, wir schauen uns einfach mal kurz um. Solange wir da zurückgehen können. Okay, da geht's raus, da geht's runter. Da würden wir wahrscheinlich auch hinfallen, wenn wir runterfallen würden. Teleporter? Okay. Benutzen wir einfach mal so. Bestimmt muss man sich hier irgendwo wieder zurück teleportieren, damit man irgendwas bekommt. Da oben ist was. Da wollte ich gar nicht hin. Okay, ist gar nichts. Da muss da oben eine Feenquelle sein, oder? Das kommt mir gerade so komisch vor alles. Das ist richtig komisch. Als ob ich das schon mal gespielt hätte. Okay, einen Shop. Pff, was ist das? Also klar, ich habe es schon mal gespielt. Ich habe sogar schon mal Let's Played, aber ich bin so mega verwirrt. Das glaubt ihr nicht. So. Oh, da ist eine Kiste. Könnte ein Herzteil sein. Ja. Yeah. Hier kommt man noch von der anderen Seite irgendwie durch. Ich glaube, man muss sich einfach runterfallen lassen. Also, was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher. So, bam, bam. So. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. So, tschüss. Genau. Okay, hier kommt man nur nach hier. Jetzt kann man sich hier runterfallen lassen. Kann man das noch linear nennen? Ja, doch. Es sind ja nicht mehrere Wege möglich, sondern eigentlich nur eine. Okay, hey, hey. Wir sind gerade in der Schattenwelt, oder? Ich glaube schon. Ich kann das irgendwie nicht unterscheiden, vor allem nicht in Höhlen. Ja doch, klar kann man es... Ach, verdammt. Ich nehme mal den da. Ich glaube, das ist falsch. Nein, es ist richtig. Gut. Ach so, es gibt keinen falsch und richtig. Es gibt... Doch, 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 okay. Nur komplett richtig, ja. Uns fehlt trotzdem nochmal. Naja, aber was weiß ich, ob hier ein Herz ist. Ich wünschte, hier gäbe es eins. Aber hier kommt man raus. Wo kommt man denn jetzt raus? Oben, okay. Moment. Da oben ist ein Herzteil auf jeden Fall. Das haben wir aber bestimmt noch nicht. Oh, okay, hier ist auch noch ein Loch. Okay, okay, okay. Nein, sollte ich nicht alle Krüge wegmachen. Mhm. Okay, mehr Kisten lohnen sich nicht mehr. Oh, das war knapp. Ich mache sie trotzdem auf. Selbst wenn ich das Geld nicht... Nein, das war dumm. Selbst wenn ich das Geld nicht brauche, sind die Kisten dann zumindest geöffnet. Das ist gut. So, okay. Okay. Konnte man jetzt da oben noch... Ups. Da oben hin? Ach, egal. Ich habe hier den Krug eh kaputt gemacht, dann ist das doch ganz gut, dass ich mich runtergeworfen habe, weil ich sowieso nicht zurück konnte. Ich würde gerne wissen, ob man hier nicht einfach rüber kann. Okay. Wie erkennt man das nochmal? Feuer? Feuermedaillon? Nein. Aber die Gegner werden verschwinden. Da bin ich mir sicher. Tschüss. Wenn ich ganz langsam gehe, könnte ich vielleicht herausfinden, also wo er gerade knapp läuft, am Rand läuft oder so.
Okay. Auf jeden Fall geht's rechts lang, irgendwie außen rum. Okay. Ich weiß ganz genau, dass man das irgendwie herausfinden kann. Also sehen kann. Ich glaube aber eventuell mit dem Medaillon, das mir fehlt, oder. Oder mit was anderem. Aber ich weiß es gerade nicht, deswegen einfach raten. So. Okay, mehr zum Sprengen. Wir haben ja genug Bomben. Wir waren ja massig shoppen hier. Oh, zwei Wege. Mit einer Feenquelle. Okay. Badadalala, bam, 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 bam. Noch. Okay, Moment. Das machen wir noch zu Ende alles. Noch mehr Feen, okay. Ich fange mir mal welche, weil wir ja sowieso zwei leere Flaschen haben. So. Oh. Okay. Okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. So. Was brauchen wir? Nichts brauchen wir gerade. Wir sind voller Energie. Voller Energie. Oh, geil. Hier wollte ich sogar hin. Ja. Ein Herzteil. Gut. Yeah. Wenigstens eins für diesen Part. Wir gehen wieder zurück. Und be ich beende mal den Part, weil der schon ein bisschen lang ist. Und hier kann man runter. Hui. Ach, wie geil. Das wusste ich ja noch gar nicht. Okay, gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Wir haben sogar ein Herzteil bekommen und ein paar Gegenstände. Ein bisschen Erfolg hatten wir also schon. Aber nicht den, den ich eigentlich wollte. Naja. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.